Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. So, mein Lieber, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei der nächsten Sendung mit Mr. Raw. Wir sind hier vor der Rohkosteria in Frankfurt, ja, ihr seht, ihr habt wahrscheinlich schon davon mitbekommen, ein roh-veganes Restaurant, das wirklich alle möglichen gesundheitlichen Konzepte verfolgt und eines davon ist unter anderem das Konzept des Vita-Chips, denn wie ihr gerade seht, sitze ich mitten in der Stadt, einem Gefahrenort mittlerweile, weil die Handymasten, WLAN-Strahlung etc., Elektrosmog und sonstige Belastungen sind und mir geht's trotzdem gut und wieso das so ist, das wird uns gleich unser Gesprächspartner erzählen. Peter, schön, dass du da bist. Willkommen. Hallo. Hallo zusammen, hallo David, ich freue mich sehr. Wir sprechen heute über 5G. Und die Lösung oder Möglichkeiten, wie wir uns davor schützen können. Möglichkeiten der Lösung. Erstmal will ich bei 5G möchte ich mal einhaken. Es geht um die Angst. Das alte System macht die Angst. Ja. Und wir bekommen so viele Kunden, die in Angst anrufen und sagen, ich habe Angst vor 5G. Versteht. Dann sage ich euch als allererstes, es gibt noch gar kein 5G. Ganz genau. Es gibt ein Hotspots, ja, ja. Aber bis das 5G richtig ausgebaut ist, dauert bestimmt noch 2 Jahre. Mindestens, ja. Und selbst die Experten sagen, es würde noch länger dauern. Aber wir haben ja jetzt schon andere Risikofaktoren. Trotzdem, man auch Angst haben könnte. Die Angst sollte aber generell kein, sage ich mal, Begleiter sein, weil sie ist der größte Evolutionsfeind. Angst bringt uns nicht weiter und die stärkste Kraft, nämlich unsere Herzenkraft, die uns gegen vor 5G und diesen ganzen Bedrohungen schützen kann, wird durch die Angst reduziert. Oder was meinst du? Wieso ist die Angst so? Du kannst nur in der Angst sein oder in der Liebe. Beides geht nicht. Genau. So. Und wenn du in der Angst bist, kannst du nicht in der Liebe sein. Ganz genau. Das heißt, du kannst nicht hochschwingen, deshalb geht nicht in die Angst und stopp einfach die Angst. Ganz genau, absolut. Das ist die falsche. Ja, absolut. Und wir haben noch 2-3 Jahre Zeit, sorry. Ganz genau, aber es ist dennoch jetzt schon so bedrohlich, dass ich tatsächlich das spüre, wenn ich in die Stadt fahre, hier in Frankfurt beispielsweise, und umgeben bin von diesen ganzen niederfrequenten, hochfrequenten etc. Strahlungen und Elektrosmog-Expositionen. Und deswegen habe ich schon frühzeitig erkannt, dass es wichtig ist, sich zu schützen. Ich habe wie jeder andere auch ein Smartphone. Und auf diesem Smartphone habe ich hier mehrere Chips. Ich habe jetzt gleich mehrere, weil ich immer Freunden begegne. Oh, wow. Wir haben noch keinen und dann gebe ich denen so einen Chip. Diesen Chip hast du konzipiert. Das ist ein Magnetit mit Informationen drauf, Vitamin C drauf, Magnesium drauf, wichtige Mineralien drauf und Urinformationen, die in den Körper transportiert werden, weil die Trägerwelle vom Handy dafür genutzt wird. Es ist eine ganz neue Technologie, die wir schon vorgestellt haben. Wir haben dazu eine Videoreihe schon gemacht, wo wir gemeinsam auch in Eisbaden waren. Sensationelle Szene. Du machst es regelmäßig mit dem Eisbaden. Du bist gut drauf. Die Vita-Chips helfen dir sehr, gell? Vor kurzem war ich in Kitzbühel gewesen und bei 0 Grad habe ich das erste Mal im Eis ein Loch gemacht und war dann im Eisbaden. Wahnsinn. Das ist hammermäßig. Wenn du möchtest, kannst du das Video haben. Ist nur ein kurzes Video. Können wir gerne aufschalten. Dann weißt du was, dann schneiden wir das jetzt rein. Ich werde das Video eh bearbeiten. Dann Leute, jetzt viel Spaß mit Peter im Eisbaden. Bis gleich. Voilà. So. So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seht, also Peter geht's gut, dank seiner Vita-Chips unter anderem. Natürlich gehört da mehr dazu, ein gesunder Mindset, wie man so schön sagt. Aber wir brauchen heute Technologien wie den Vita-Chip, um uns in diesen Mindset bringen zu können. Denn sonst wird die Zellkommunikation gestört, wir sind nicht so konzentriert, wir sind nicht so bei uns selbst. Der Kontakt zwischen uns und unserer Seele wird getrennt. Diese Mobilfunk, WLAN, Haustelefon, also verschiedene Frequenzen funken genau auf den Wellen, die uns mit unserer ureigenen Wesen wieder verbinden. Und das ist auch genau die Triebkraft dahinter, wieso ich so begeistert immer nach Technologien suche, die mir dabei helfen, ja, wie die Kette, die ich hier vom Peter anhabe, immer in meiner Mitte zu bleiben und neueste Technologien zu nutzen und die anderen nicht unschädlich zu machen, denn das ist ein ganz anderer Ansatz, was Peter verfolgt, sondern die Technologie zu nutzen, um daraus was Positives zu machen, ein Bioresonanzeffekt. Wie hast du das hinbekommen, Peter, und was steckt in diesem Vita-Chip, dass er das Potenzial hat, selbst gegen 5G anzugehen? So, 5G kann ich noch nicht sagen, können wir gleich später darauf eingehen. 5G gibt es noch nicht. Wir können im Augenblick noch nicht am Menschen testen,
Wir suchen in den Feldern, dass wir, ich habe jetzt in Berlin Kontakt bekommen, in Würzburg auf der Messe, hat mich jemand aus Berlin angesprochen, sehr angeschlagen von 5G und lebt in diesem Streifen, wo sie eben die Tests machen. Ah. Da wären jetzt die ersten, ich kann nur Menschen testen. Ja? Ja. Ich brauche Menschen, die in dem Feld sind und muss die Veränderung sehen. Und dann müssen wir sehen, was passiert, wenn sie den Vita-Chip benutzen. Ganz genau. Aber du hattest ja auch Tests an Menschen schon vorgenommen, die jetzt in der aktuellen Zeit leben, mit den aktuellen Bedrohungen, also 3G und die anderen verschiedensten Elektro... Na gut. Und da sind ja auch Tests sehr gut ausgefallen. Was hast du denn da für Versuche gemacht? Du hast es ja mit Heilpraktikern zusammengearbeitet, du hast ja Dunkelfeldmikroskopie, du hast ja eine ganze wissenschaftliche Fundament, auf dem diese Technologie von dir aufbaut. Ja, das ist sehr, sehr einfach. Vita-Chip fährt einfach den Stress im menschlichen Körper runter. Du musst dir vorstellen, die gepulsten elektromagnetischen Felder, die uns dauernd umgeben, tun unseren Energiekörper stören. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand neben dir steht mit einem Presslufthammer und das dauernd auf dich eindröhnt. Wir hören das zwar nicht, aber wir nehmen es intuitiv wahr. Und das fährt natürlich unsere Schwingungen nach unten. Bis zum geht nicht mehr. Und das ist der Wechsel. Wir fahren. Richtig. Und der Vita-Chip, was ist da drin, außer dieser, also man spricht ja davon Informationsmedizin. Das heißt, ihr habt auf den Chip ganz bestimmte Informationen moduliert und die werden dann in den Körper transportiert. Kannst du zu diesem Prozess noch was sagen? Ja, das ist ungefähr so, du kennst doch die alten Tapes, Musikkassetten, das ist ganz fein aufgedampftes Magnetit, das Braune auf dem Tape. Ja, richtig. Und auf diesem Magnetit wird die Musik gespeichert. Wahnsinn, eigentlich Magie, Musik, kann man sich auch nicht vorstellen. Musik sind Frequenzen, im Vita-Chip ist auch ganz viel Magnetit und auf diesem Magnetit sind Frequenzen aufmoduliert, die... Du musst dir so vorstellen, wie jetzt du hörst Heavy-Metal-Musik, wäre aggressive Musik, das fährt dich aggressiv runter. Oder du hörst Mozart oder Vivaldi, was wohltuend ist und das fährt den Stress runter. Ist eigentlich ziemlich einfach. Eigentlich ein simples Prinzip, tatsächlich. Aber wie kann man sich das dann vorstellen, dass selbst wenn ich auf mein Smartphone, was ja wirklich jetzt tatsächlich viele, mehrere Impulse in Hunderten von Sekunden, Millisekunden aussendet, wie kann ich mir vorstellen, dass so ein kleiner, harmloser Chip, der nicht an irgendwas angeschlossen ist, oder wie kann das sein, dass wenn ich jetzt, und ich kann ja vielleicht noch ein paar Erfahrungsberichte kurz dazu zuschalten, wie kann ich das sein, wenn ich jetzt das Handy allein schon in die Hand nehme, dass ich ein besseres Gefühl habe, wie funktioniert das? Aus was Negatives, aus dieser Strahlung etwas Gutes auf einmal wird, ein Bioresonanzgerät, wo Kopfschmerzen verschwinden, wo der Schlaf besser wird und andere Symptome, tatsächlich auch Schmerzen verschwinden können, wenn wir das da draufkleben. Wie kann es sein? Weil einfach der Zellstress runtergefahren wird. Wahnsinn. Alle Stressfaktoren und Stress macht krank. Ja. Und wenn du keinen Stress hast, werden die Selbstheilungskräfte angeregt und da entstehen diese Heilwunder. Das meiste macht eigentlich gar nichts. Du lässt einfach nur den Urzustand wieder zu, dass der Körper sich selbst heilen kann und in seine eigene Kraft kommt. Genau, darum geht es. Fantastisch. Ich schaue mal jetzt, ich glaube, ich habe einen Erfahrungsbericht da. Ich werde den jetzt mal dazu cutten und die Leute mal sehen, dass diese Vita-Chips, die auch hier überall auf meinem Laptop kleben, an meinem Körper, auch an meinem Armband hier, also ich habe die überall eingearbeitet in mein Leben, auf meine WLAN-Anlage, dass die schon in kurzer Zeit sehr gute Effekte erzeugen. Ich schneide mal jetzt was dazwischen, wenn ich das Video noch finde. Wir sehen uns gleich wieder. Danke dir, Peter. Das Wunder erlebt, oder besser gesagt, wie? Erzähl mal, was gerade passiert ist, als du den Vita-Chip in die Hand genommen hast und auf dein Handy getan hast. Also ich hatte bis vor einer halben Stunde, bis gerade eben noch so krasse Kopfschmerzen. Ich habe das auch die ganze Zeit gesagt. Oh, ich weiß, ich habe gehört. Ich habe Kopfschmerzen. Und dann habe ich das jetzt so hinten an mein Handy dran getan und meine Kopfschmerzen sind weg. Ich glaube, es ist krass, gell? Ich habe Schock. Ja. Ich mache mir das auch gleich. Ja. Sie hat mich gerade gefragt, wirkt dieser Vita-Chip überhaupt? Also die Leute vertrauen ja auf mich und so. Ich bin auch noch schwarz und so. Ich bin auch noch so ein Kanacke und so. Und ich glaube nicht. Und jetzt? Ich bin Mann, echt wirklich. Ganz genau. Ja. Ich glaube, ich glaub, schon viel, dass auch meine Freunde. Ja, auf jeden Fall. Weil die haben auch Kopfschmerzen. Ey, das Teil ist krass.
krass. Und ich sag euch ganz ehrlich, ihr seid nicht die Ersten. Die Leute kommen her, die kleben sich auf den Rücken, die kleben sich auf den Körper. Du bist halt eben noch bedenken, okay, soll ich das jetzt kaufen? Weil es ist ja auch ein bisschen, ne? Aber jetzt denke ich mir, ich bin gerade so glücklich, dass ich das gekauft habe. Ich meine, das war wirklich ernst. Ich weiß, wie krass. Wow. Und in Ruhezeit. Ja. Bioresonanzgerät, Leute, es funktioniert, ich sag's euch. Ich werde öfters probieren, solche kleinen Momente aufzunehmen, denn die passieren hier wie Hauf, so diese kleinen Wunder. Hier bei uns in der Rocosteria, Leute, ich hoffe, ihr kommt vorbei. Macht's gut. Ciao. Super. So, Leute, wir sind wieder da. Ihr seht also, tatsächlich gibt es Menschen, die uns zeigen, dass das nicht Hokuspokus ist, sondern dass das tatsächlich wirklich Erfahrungswerte, die Werte, die der Peter da gemessen hat, die der Peter da in verschiedenen Experimenten, vielleicht von denen uns auch noch ein oder zwei erzählen wird, rausgefunden hat, dass dieser Vita-Chip funktioniert. Peter, du bist allgemein ein sehr ganzheitlich denkender Mensch. Dir geht es nicht nur hier jetzt darum, eindimensional irgendwie jetzt, wie du schon sagst, vor Ängsten zu schützen, sondern du willst den Planeten verändern. Du hast Visionen. Was ist deine Vision hinter Vita-Chip? Wie könnte die Welt in ein paar Jahren, ob 5G oder was kommt, nicht aussehen, wenn wir die Technologien wie deine implementieren und diesen neuen Ansatz verfolgen, von wegen nicht schaden mit Technologien, sondern durch Technologien noch was Gutes tun. Schön. Ich möchte nicht in die Steinzeit zurück. Wir benötigen diese Geräte heute. Das gehört zu unserem Leben. Aber ich möchte sie bioverträglich machen. Das ist das eine. Aber ich möchte auch dazu beitragen, dass die Menschen höher schwingen. Richtig. Und 5G hat vor, unsere Schwingung runterzufahren. Und ich werde auch hier den Paradigmen wechseln. Ich werde diese gepulsten elektromagnetischen Felder benutzen, um positive Schwingungen zu senden, damit die Leute höher schwingen. Ja? Das ist meine Vision. Da arbeiten wir daran, in Russland, in der Schweiz und in China. Aber wie gesagt, nicht mit Angst, sondern mit dem Paradigmenwechsel, das positive Senden. Das heißt, es könnte theoretisch auch sein, dass du für die 5G-Handy-Sendemasten einfach Chips entwickelst, die da draufgeklebt werden, und dann wird die ganze Gesellschaft mit heilender Information bepulst oder befeldet, wie man so schön sagt. Ist es so? Das würde eine Vision sein. Ganz am Anfang habe ich mal mit Firmen gesprochen, die diese Masten aufstellen, ob es möglich wäre, ob wir Versuche machen könnten, an diesen Masten eben Vita-Chips anzubringen. Und da war man überhaupt nicht offen für. Ja, schade. Aber vielleicht können wir da... Ich habe ja auch vor, ich werde einen 5G-Selbsthilfeverein gründen. Ah. Und wir beschäftigen uns sehr damit, was wir in dem Bereich 5G tun werden. Ich hatte einen Traum vor ein paar Monaten. Jeder kennt die Tesla Gas Station oder die Elektro-Stations, ja, über ganz Europa verteilt. Ich bin morgens aufgewacht und habe von diesen geträumt und habe gesagt, ich will über ganz Europa Erholungszentren haben vor 5G. Top. Das ist ein langfristiges Zukunft. Ja, solche Dinge gehen mir durch den Kopf oder solche Dinge träume ich. Sehr gut. Wir machen eine bessere Welt. Das ist es. Das ist das Ziel, absolut, da sind wir vollkommen einer Meinung. Und es ist sogar so, dass du jetzt schon auch tatsächlich auch auf körperlicher Ebene damit so sensationelle gesundheitliche Effekte erzeugen konntest mit diesen Vita-Chips, die so klein und unscheinbar aussehen, die auch, um für die Kunden als Information, der kostet einmalig, jetzt mittlerweile glaube ich 64 € oder was, hat eine irgendwie 70 Jahre Garantie, also es geht eigentlich nie kaputt und du machst dir eigentlich quasi mit so einer kleinen Erfindung quasi dein Geschäft kaputt, aber die geht es um mehr und zwar auch um die therapeutisch zu nutzen. Du arbeitest mit Experten in der traditionellen chinesischen Medizin zusammen, die das auf bestimmte Meridianflüsse oder Knotenpunkte, Energieknotenbahnen auf dem Körper draufkleben und dadurch spezielle Organe triggern, gesundheitliche Effekte erzeugen können. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen zu den neuesten Forschungsansätzen? Gerne. Wir arbeiten mit der TCM-Akademie in Beijing in China zusammen mit Dr. Wang. Sie ist die Top-Ärztin in China im Bereich traditionell Chinese Medizin. Und da ist entstanden, dass wir auf den Triggerpunkten oder auf den Akupunkturpunkten Vita-Chips auflegen und haben dann Akupunktur to go, ja, ohne Nadel. Sehr gut. Ja, sehr gut. So, und da gibt es super Heilerfolge.
Bisher war ich sehr zurückhaltend in Deutschland, Heilmittelwerbegesetz. Ja. Ich habe jetzt aber rechtlich mich absichern lassen und wir bieten seit Anfang des Jahres, bieten wir Vita System Health an. Aha. So, Vita System Health besteht aus 4, 6 oder 8 Vita-Chips mit einer Anleitung, wo am Körper ankleben und wie man sie benutzt. Schön, dass du mich mal darüber auf dem Laufen hältst. Du hast mir noch gar nichts davon erzählt, mein Lieber. Du musst mich schon informieren über solche Neuerungen. Ich will das doch gleich mal ausprobieren. Die Informationen gehen weiter auf unserer Webseite. Okay. Kann man die nachsehen. Sehr gut. Und wir haben Vita System Health, ist jetzt aktuell online. Genial. Kannst du da schon Erfahrungsberichte, mit uns teilen, auch wo du sagst, das waren geniale Sachen, wo man gar nicht so Effekte erwartet hätte, vielleicht bei chronischen Krankheiten, bei irgendwelchen Schmerzen oder irgendwas, was du dir sagst, wo das hat dich wirklich begeistert? Herzrhythmusstörungen, Arthritis, Rückenschmerzen und so weiter. Rückenschmerzen ist das Hauptthema. Ja. Da auch direkt wirklich lokal kleben, habe ich gemerkt, sensationelle Effekte, muss ich sagen. Absolut. Da haben wir so, im Set ist dabei ein Kinesotape, dann klebt man in den Nacken, unten rechts und links an den Lendenwirbel, sind 3 Stück, einen auf dem Handy und das wirkt absolute Wunder. Absolut. Nur immer noch mit dem Handy mit dem WLAN habe ich einen höheren Effekt, weil dieses elektromagnetische Feld verstärkt. Ganz genau. So, jetzt habe ich hier Ellenbogenschmerzen, kann ich kurz das Handy draufhalten, aber für auf Dauer, ich kann es ja nicht den ganzen Tag hier haben. Richtig. Also, es ist tatsächlich so. Ich habe hier 2 Vita-Chips drauf, machen wir. Ja, es ist tatsächlich so, weil viele, denen ich gesagt habe, hey Leute, ja, nehmt dieses Handy, es ist jetzt ein Heilinformationsgerät mit diesen ganzen Chips auf, legt es neben euch, wenn ihr schlaft, habt es in der Tasche, tragt es eng bei euch, damit ihr geschützt seid. Die haben mich alle angeguckt, die sagen, bist du verrückt? Mein Handy war bis jetzt mein größter Feind, ich habe so ein Schlafzimmer raus, die Strahlung mittlerweile auch bekannt, krebserregend etc. Sag ich, ja, stimmt. Aber es gibt diese Technologie, die das umkehrt, das Feld. Damit die Leute das noch mehr glauben, erklär das nochmal aus der, sag ich mal, wie das tatsächlich übertragen wird, diese Information. Ich will nicht auf die Übertragung gehen, ich will auf die Wirkung gehen. Okay, gehen wir auf die Wirkung. Wochenende war ich in Würzburg gewesen und da kam eine Dame zu mir, die sagte, sie müsste im Rollstuhl sitzen, extreme Rückenschmerzen, ich weiß nicht, hat irgendwelche Bänder dabei gehabt, hat abgelegt und dann sage ich, nehmen Sie mal mein Handy und halten das in den Rücken. Und die hat das reingehalten und hat gesagt, es ist unglaublich, nach 5 Minuten waren die Schmerzen von 8 auf 3 bis 4. Nee. Ja, von 10, 0 bis 10. Wahnsinn. Dann kam eine andere Dame und sagte, ich habe so einen Druck auf dem Herzen, es geht mir, ja. Dann sage ich, nehmen Sie mein Handy und halten es aufs Herz. Und der ganze Stand, alles standen da und haben gesehen, wie die Augen sich verändert der Frau und wie sie gestrahlt hat. Die wollte das Handy nicht mehr hergeben. Und du hast da einfach nur einen normalen deiner Chips draufgeklebt und das reicht. Einen normalen, dieses Handy hier war es, ja. Und sie hat das so draufgehalten und wollte es nicht mehr hergeben. Wir haben die Dame mit dem Rücken gefilmt. Vielleicht kannst du das einspielen. Ja. Ich schicke dir das noch. Dann spiele ich das jetzt ein. Wir sind hier auf Welt im Wandel Kongress und Sie haben gerade eine Erfahrung gemacht. Ich habe gerade den Vita-Chip ausprobiert. Ich bin ehemaliger Tumorpatient und habe eigentlich laut meinen Ärzten kein Kreuzbein mehr und habe immer meinen Gürtel getragen und sollte eigentlich auch im Rollstuhl sitzen und habe eigentlich immer Schmerzen. Und jetzt habe ich den Vita-Chip hinten in meinen Rücken gesteckt und merke jetzt nach 10 Minuten, dass der Schmerz deutlich besser wird. Und es begeistert mich gerade. Das ist sehr schön. Herzlichen Dank. Wunderbar. Genau, super. Ja, klasse. Also es ist sensationell. Es ist unfassbar. Und ich glaube, wir müssen sowas immer noch mal wiederholen und zeigen und den Leuten demonstrieren, damit sie dieses alte Dogma von wegen Technologie schadet auflösen. Ich habe das natürlich direkt mal wieder umgesetzt. Deswegen werde ich jetzt mal Folgendes tun. Ich zeige dir mal im Laden, wie ich deine Chips überall bei mir im Laden verteilt habe, damit die Leute ein heilendes Umfeld haben. Ich war ja bei dir, habe mich bei dir inspirieren lassen. Ich habe dich ja besucht. In Konstanz bist du, gell? Jo.
Und ich werde bald in Frankfurt sein, David, versprochen. Ja, das musst du auch tun. Hier ist es wirklich wunderbar. Wir haben hier jetzt eine sensationelle Location und die ist wunderbar ausgestattet mit Vita-Chips. Nein, mein Lieber, ist ganz gut bei dir. So, und zwar folgendes. Also, erstmal habe ich hier natürlich meine Pyramide. Und dann in unmittelbarer Nähe dieser Pyramide habe ich hier von dir was ganz Besonderes bekommen. Kannst du dazu noch mal ein paar Takte sagen? Vita-Chip Food, ja. Der Vita-Chip Food. Ja, den sollte auf jeden Fall jeder im Kühlschrank haben. Ganz genau. Und da drauf lege ich dann oder eine Wasserkaraffe draufstellen oder einen Wein draufstellen oder einfach nur eine Fruchtschale. Mhm. Und du wirst sehen, diese Früchte schmecken besser, halten länger und sind einfach wohltuender, geschmackvoller. Ganz genau. Und jetzt pass mal auf, jetzt kommt das Highlight. Also, wir haben hier viele technische Geräte. Die ganzen Lieferservice haben uns ja hier so Tablets geschickt und die strahlen natürlich alle heftig aus. Was habe ich gemacht, clevererweise? Ich habe hier hinter dein VitaChip 8-System mit 8 Chips reingehangen in alle Tablets, damit die Tablets hier eine positive Energie in den Raum rausgehen. Wow, wow, ja. Wow. Und da sind jetzt 8 Stück drin. Ja, ja. Und die habe ich hier dahinter auch, dahinter und hier überall verteilt, ja, dass die dann, dass wir dann hier auch ein heilsames Umfeld haben, weil ich habe ja auch meine Mitarbeiter hier und die müssen ja geschützt sein, ist ja ganz klar. Das schadet nicht, wenn du 8 Stück drauf hast, aber ich glaube nicht, dass du pro Gerät 8 Stück brauchst. Ja, besser ist es, Peter. Ich meine, ich habe hier da... Wichtig ist, ich habe hier jedes Gerät geschützt zu haben. Ja. Das ist mir ganz wichtig, dass alle hochfrequenten Geräte und auf die Kaffeemaschine habe ich gesehen, da ja. Kannst du gerne auch noch einen draufkleben, der Kaffee schmeckt besser. Ach was. Ja, natürlich. Sensationell, Peter. Du siehst also, ich setze die Sachen um, ich merke es auch an mir, ich habe wirklich sehr geringe Stresspegel, wenn ich es mal so sagen soll. Ich bin meistens entspannt, ich sehe das auch bei dir und ich verbinde die ganzen Technologien. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Interview, Peter. Wir sind in Verbindung, das heißt, wir werden wahrscheinlich öfter jetzt so Zoom-Calls machen, das ist ja sehr angenehm mit dir, mein Lieber. Ah, toll. Die Menschheit über die neuesten, sage ich mal, technologischen Errungenschaften auf dem Laufenden halten. Also, dein Credo, keine Angst vor 5G, wir sind vorbereitet, wir sind da, wir sind dran. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Oder hast du abschließend noch was anderes zu sagen? Genau das ist es, ja. Geht aus der Angst. Und eine Bitte hätte ich noch. Aber wir müssen trotzdem uns zusammentun und versuchen, es zu stoppen. Es gibt tatsächlich schon Erfolgs... in Genf wurde jetzt 5G nicht zugelassen. In Belgien, in Kalifornien und ich habe in Polen. Das heißt... Wir müssen selbst aktiv werden und an Bürgermeister, an Schuldirektoren schreiben und sagen, Leute, wir machen dich verantwortlich, wenn ihr 5G einführt und wir werden krank. Es gibt keine wissenschaftlichen Studien, es gibt keine Tests über 5G. Niemand weiß, wie Menschen reagieren werden. Wir sind die Langzeitstudie. Darauf können wir uns berufen und die Leute sollen aktiv jede Petition unterschreiben und versuchen, dass wir es verhindern können. Ganz genau. Und werdet auch aktiv, kauft euch solche Technologien, verändert damit das Feld, bringt damit mehr Bewusstsein in euer Umfeld, schützt euch, eure Familie, eure Kinder und nehmt euch den Stress, so wie genau mit den anderen Methoden, die wir in den letzten Videos mit Bernd Fuchs besprochen haben, rausgehen in der Natur, erden, barfuß gehen, Pyramiden, Heilsteine, verbindet das alles. Peter, wir macht's auch vor Eisbaden gehen, erdet auch ungemein. Also nutzt alle Möglichkeiten. I love you. I love you. Ich danke dir, mein Lieber. Lass es dir gut. Alles Gute. Bis ciao, dann. Ciao. Ciao. Danke, ciao. Danke, danke. Schön. Take care. Wow. Super. David, bekommen die Tränen. Ja. Schön. Ist so schön. Ich komme dich auch bald wieder besuchen mit dir Eisbaden. Das war einer der genialsten Momente in meinem Leben. Wow, schön, David. Wow. Wunderbar. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht.
Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.